Ich glaube, dass sich in dieser Situation die Frage eigentlich anders stellt. Es geht eigentlich gar nicht darum, nachzufragen, wie wir als Community darauf reagieren, sondern wie die Gesamtgesellschaft reagiert. Denn es ist völlig verkehrt zu denken, dass dies ein Angriff jetzt in Orlando zum Beispiel gewesen ist, nur auf Lesben, auf Schwule, auf Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle, also auf die sogenannte Queere oder Regenbogengemeinschaft. Es war ein Angriff auf die Menschenrechte und das bedeutet, es war ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft. Also muss sich auch die Gesellschaft an sich fragen, wie gehen wir damit um? Was können wir tun, um solche Anschläge auf eine Minderheit, auf eine sogenannte Randgruppe zu verhindern? Weil die Frage ist ja, was passiert danach? Also erst sind es die Lesben und die Schwulen, dann kommt der Rassismus, dann kommt der Antisemitismus. Es ist immer eine Frage unserer Werte, die dort angegriffen worden ist. Also wirklich die Substanz unserer Gesellschaft ist angegriffen worden. Und da würden wir uns als Community natürlich schon wünschen, wenn die Parteien, wenn die Bundesregierung hier in Deutschland sich sehr viel stärker solidarisch erklären würde, also dass eine Äußerung von Frau Merkel früher gekommen wäre oder auch von der SPD, von Herrn Gabriel früher und auch entschiedener gekommen wäre. Dasselbe gilt auch mit gleiche Rechte. Also es reicht einfach nicht zu sagen, ja, es ist toll, dass ihr da seid und wir können euch auch so einigermaßen irgendwie akzeptieren, aber ihr bekommt einfach nicht die gleichen Rechte, wie zum Beispiel jetzt, was die Eheöffnung für gleichgeschlechtliche Paare angeht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Auch dort geht es um Menschenrechte. Die Ehe ist unabhängig vom Geschlecht. Es geht darum, dass zwei Menschen und der Staat einen Vertrag eingehen, in dem die Fürsorge und die Verantwortung geklärt wird, was passiert, wenn es einem der beiden Partner schlecht geht, dass dann halt erst der Partner und die Partnerin einspringt und dann erst der Staat. Und dafür, also für diese Fürsorge, bekommt dann das Ehepaar vom Staat ein paar Privilegien, ein paar Zugeständnisse zugesprochen. Das hat nichts mit Sexualität, mit Orientierung oder Geschlecht zu tun, ganz im Gegenteil. Religion und Kirche damit auch nichts zu tun. Das sind so die Sachen, wo man einfach merkt, hier werden Menschenrechte eigentlich nicht ernst genommen. Wie ist unsere Sichtbarkeit? Wie werden wir wahrgenommen? Wie wird mit uns umgegangen? Und da kann die Gesamtgesellschaft noch eine ganze Menge tun. Also die Frage ist nicht, wie gehen wir damit um, sondern wie geht die Gesellschaft damit um? Wir als Community, wir trauern, wir sind getroffen, wir sind tief getroffen. Natürlich haben wir auch Angst, was passiert auf so einer Veranstaltung wie hier auf dem Mordstraßenfest. Es wäre ja auch kein Problem, hier Anschläge zu verüben. Natürlich haben wir Angst. Aber nochmal, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das die Gesellschaft lösen muss. Und dementsprechend geht unser Appell natürlich raus an unsere ganzen heterosexuellen Freunde und Freundinnen. Sprecht mit Politikerinnen und Politikern. Geht auf die Straße, seid an unserer Seite und vielen Dank für all diejenigen, die das schon tun. Also persönlich finde ich es unheimlich schlimm, was gerade aktuell passiert ist. Es ist ein großer Angriff auf unsere Freiheit, auf unser Recht zu sein, wer wir sind. Und es ist natürlich auch ein Angriff an jede Art von Glauben, den wir vertreten. Egal ob es christlich, muslimisch, ob es jüdisch ist. Selbst der muslimische Glaube vertritt nicht die Gewalt, die aktuell vertreten wird, beziehungsweise durchgeführt wird. Und es ist einfach nur eine Beleidigung jeder Art von Menschenrecht, die aktuell vorherrscht. Und persönlich finde ich auch, man muss mit einer harten Art durchgreifen und einfach diesem Terror ein Ende setzen. Und wir müssen aufhören, nur zu reden und alles gut zu heißen und bei Facebook irgendwelche Banner zu ändern, sondern wir müssen durchgreifen, wir müssen ein Zeichen dagegen setzen, dass Gewalt und Terror keine Chance auf dieser Welt haben. Kevin from New York. This is my second time at the festival here in Berlin. And do I think it feels more free here? I will say that there's more of a blend because it's Europeans and visitors and people who are not German that live here. And in comparison to New York is a pretty free and open place as well. This particular festival in general has more order and less police and less barricades. Also von den Anschlägen habe ich keine Angst. Man muss ja auch ein bisschen dagegen angehen. Es kann hier genauso passieren wie in Frankreich oder sonst irgendwo. Aber Angst habe ich jetzt keine. Nein. Das ist. Also Sie fühlen sich komplett sicher in Deutschland? Nein, komplett sicher nicht in Deutschland. Das ist klar, passieren kann es überall und jederzeit. Aber trotzdem sperre ich mich zu Hause nicht ein und gehe nirgends mehr hin. Also das wäre ja. Ist das Ihre Art Protest? Ja, natürlich. Natürlich. Denke mal, es sind ja ganz viele Leute hier und die, denke mal, wissen das auch, was für Anschläge überall passiert sind und kommen ja trotzdem. Nein, also
ich denke mal, aber Deutschland ist trotzdem noch ein bisschen sicherer als Frankreich. Das, denke mal, hängt ja politisch auch alles zusammen. Also, warum ich keine Angst habe, zu so einem Stadtfest zu gehen, ist relativ simpel. Weil ich mir sage, mir kann zu Hause auch etwas passieren. Und alles andere wäre ein Verstecken. Und das haben wir nicht nötig. Angst haben muss man nicht. Ja, hallo, ich bin der Wolfram. Ich sage es mal ganz kurz. Und ich finde das Schwulen-Lesbenfest in Berlin ganz toll. Und es müsste sich eigentlich jeder daran beteiligen. Egal ob Ostdeutsch oder West, egal woher, aus welchem Land, wie auch immer. Es ist einfach ein wunderbares Fest, wo jeder dran teilnehmen sollte. Und man sieht auch immer hier das Publikum, das ist durchwachsen, will ich mal sagen. Die ganze Welt sollte Frieden halten. Frieden gehört eigentlich auf der ganzen Welt. Also wo früher brauchen wir noch irgendwelche Gewalttätigkeiten. Wir gehören alle zueinander. Ich sehe das einfach so. Ich bin hetero. Das sind schwule Leute. Wir kommen super miteinander aus. Warum kann die Welt untereinander nicht genauso auskommen? Hi, ich bin Russen. Und ich will sagen, dass herzlich willkommen. Wir sind ganz offen für schwulen Leute. Und Moskau und Sankt Petersburg, das ist uns zwei Hauptstädte in Russland, ist ganz offen für schwulen Kultur von schwulen Leute. Bitte herzlich willkommen. Wir haben viele Gay Clubs, viel Gay Party und weiter. Gucken Sie selbst, bitte. Gucken Sie selbst. Glauben Sie bitte nicht diese Propaganda in Europa, weil besser kaufen ein Ticket nach Russland und das sehen selbst. Ich kann eine Exkursion machen. Nein. Ich bin natürlich nicht schwul, aber ich bin gewusst, dass in Russland. Der ist fertig. Nein. In Russland gibt es viele Gay Clubs. Ich habe viele Gay Freunde und ich kann das zeigen einfach. Und das ist eine große Quatsch in Europa. Schönen guten Tag, wir sind von Salon Piano in der Martin-Luther-Straße, sind neu seit dem 2.5. Und wir bieten halt, ja, Herrenhaarschnitt, Kinderhaarschnitt und kommt einfach vorbei, schaut euch das an und wir haben auch natürlich eine Internetseite, Facebook, Salon Piano Beauty and Hair, könnt ihr euch auch anschauen und wir werden uns sehr freuen natürlich.